Die Kargheit der Böden ist nicht die Ursache dafür, dass die Korkeichen zum Teil absterben. Ich sage zum Teil, weil das Absterben diejenigen betrifft, die älter als 30 bis 50 Jahre sind. Und das dürfte bei der hier der Fall sein im Vordergrund. Die möchte vielleicht ungefähr 60 Lebensjahre haben. Sie ist relativ dick und hat eine Durchmesser-Brusthöhe ungefähr 70 cm, über und über voll Flechten. Aber auch dieser Baum zieht sich gerade zurück. So wie es bei ihm hier anfängt, so bedeutet das, dass er nicht mehr lange leben wird, und im Hintergrund stehen eine ganze Reihe solcher frisch abgestorbener oder frisch absterbender Korkeichen. Was ist los? Hier an dieser Stelle spielt vor allem die Veränderung des Klimas eine Rolle. Die drastische Veränderung der Niederschlagsverhältnisse hier mindestens in dieser Gegend, die seit nun mindestens 6 Jahren reduzierten Winterregen bringt. Wir liegen jetzt mit der derzeitigen Niederschlagssumme im Jahr unter 400 mm. Eine Grenze, bei der manche sagen, oberhalb von 400 mm beginne der mediterrane Raum, und für den ist die Korkeiche, wenn es ordentliche Luftfeuchte hat, bestens geeignet. Deswegen ist sie typisch in Südwesteuropa. Klimawandel, auch im Alentejo natürlich, überlagert von sehr vielen weiteren Einflüssen. Auch hier in dieser Landschaft gibt es mittlerweile Roundup. Es wird von Menschen einfach verwendet, seine Abbauprodukte gelangen in die Gewässer und es fliegt auch mit dem Feinstaub ganz bestimmt durch die Gegend. Wenn sich die Natur zurückzieht, dann liegt es derzeit weltweit an der Art der Menschen, mit ihr umzugehen. Doch dieser Film soll einen positiven Ausklang haben. Während viele alte Korkeichen tatsächlich sterben, wachsen ganz viele junge nach. Und zwar in einer oft sehr schönen Stammform. Wunderbar gemischt bilden sie mit Steinlinde, mit Erdbeerbaum und einigen anderen Straucharten diese Korkeichensavanne, die hier so typisch für den Alentejo ist, ständig nach. Wir brauchen bei allem, was wir hier erleben, keine Sorge um die Korkeiche haben. Die Korkeichen, die jetzt hier neu aufsprießen, die zeigen uns im Grunde genommen die Frage, ob wir denn zum Beispiel als Menschen glauben, etwas dazu tun zu können. Und ich glaube, wir können das. Wir müssen davon abkehren, die Landschaft auszuräumen, sie zu Wüste zu machen, indem wir solche Kulturen anlegen. Und wir sollen einfach die einheimische, in Anführungsstrichen, Mischkultur befördern. Denn das, was wir hier sehen, und das kann hier an einem Beispiel auch deutlich gemacht werden, das ist im Grunde genommen, dass die Natur hier uns lauter Initiale für Waldgarten vorlegt. Und diesen Waldgarten können wir bauen. Permakultur hat inzwischen weltweit an nahezu allen denkbaren besiedelbaren Standorten gezeigt, dass sie die Grundlage liefert, Menschen zu ernähren und sogar einen Überschuss zu erwirtschaften. Wir brauchen also für die Landschaft weder öde Giftäcker mit nur einer Frucht, mit nur Weizen zum Beispiel, der auch durchaus ungesund ist. Wir brauchen keine Forstmonokulturen, sondern wir können mit der Waldgartenidee der Natur umgehen und gesunde Nahrung und gesunde Arbeitsplätze für Menschen schaffen. Das geht.
Weltweit will es jetzt praktiziert werden.